Die Ständige Impfkommission hat neue Empfehlungen bezüglich Auffrischimpfungen gegen Corona herausgegeben. Diese Auffrischimpfungen werden hauptsächlich für bestimmte Gruppen empfohlen, darunter Menschen ab 60 Jahren, Pflege- und Gesundheitspersonal oder Angehörige von Risikopatienten. Auch Personen mit speziellen Vorerkrankungen ab einem Alter von 6 Monaten zählen dazu. Es sollten mindestens 12 Monate seit der letzten Impfung oder Infektion vergangen sein. Für gesunde Erwachsene unter 60 Jahren und Schwangere wird die Auffrischungsimpfung nicht mehr empfohlen. Die STIKO empfiehlt auch keine Grundimmunisierung oder Booster mehr für gesunde Säuglinge, Kinder und Jugendliche. Diese STIKO-Empfehlungen werden von verschiedenen Experten, darunter der Virologe Hendrik Streeck und der Epidemiologe Timo Ulrichs, unterstützt. Es wird erwartet, dass sich im Verlauf des Winters herausstellen wird, ob weitere Bevölkerungsgruppen ebenfalls für Impfungen in Frage kommen.